Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon, die gelbe Edition mit Frogoggy. So, voll Euphorie und Engagement habe ich mal wieder es total gepackt, hier ein Zweiteiler-Video zu machen. Das ist mal wieder eine Folge, die es oben drauf gibt. Gratis hier. Yeah. War ich hier schon? Hier bin ich hergekommen. Geht's hier links weiter? Nein. Sehr schön. Ich habe eine kleine Pause eingelegt, ich weiß gar nicht mehr, was abgeht. Wen haben wir hier? Betten. Naja. So ein bisschen erforschen hier. So, ich habe es tatsächlich hingekriegt, einen Zweiteiler hier aufzunehmen. Hier. Und diese Folge gibt es auch so. Gibt es umsonst. Und das habe ich schon gesagt. Und. Lass uns mal schätzen, was hat der? Was hat der für Pokémon? Ich weiß es nicht. Und deshalb nehme ich meinen Damage-Dealer. Mew. Endstation. Bis hierher und nicht weiter. Ich habe mir die Zeit gemerkt. Bitte, lass es die richtige Zeit sein. Team Rocket möchte kämpfen. Team Rocket setzt radikal ein. Vor 3 Folgen oder so habe ich es doch tatsächlich erwähnt. Ja, warum bekomme ich es nicht gebacken, ein 10-Minuten-Video aufzunehmen? So. Wechsel. 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 So vielleicht. Ja, Psychokinese. Machen wir mal Metronom. Ist immer so ein kleiner Nervenkitzel. Umklammerung. Oh ja, oh, ich hab dich lieb, radikal. Ich hab dich lieb. Oh. Ja. Initiative sinkt. Überzahn. Schade. Ich bekomme es einfach nicht gebacken, 10-Minuten-Videos aufzunehmen. Und was macht Frogoggy? Tut er da einfach mal ein 12-Minuten-Video aufnehmen, das er dann irgendwie in 2 Teile splitten muss. Sorry für diesen. Dass er dann in 2 Teile splitten muss. Und ja, hinterher hat er ja dann eigentlich nichts davon. Ja, weil er dann 2 Folgen gleichzeitig hochladen muss. Und ich meine, jetzt nichts da dagegen oder so. Aber ich meine, ihr habt ja dadurch. Wie soll man sagen? Profit, aber ich ja nicht. Seht ihr? Weil ich ja Zeit gewinnen muss. Ich muss Zeit gewinnen. Psychokinese. Ich will dieses Let's Play fertig machen. Warum? Ich weiß nicht. Ich habe keine Lust mehr drauf. Ich mache es aber trotzdem. Ich opfer mich. Ich tue meine Gesundheit. Mein, 300 EP? Haben wir 300 EP bekommen? Und Golbat und wir nochmal Psychokinese, weil ich gerade gehört habe, dass es ziemlich effektiv ist. So. Mal wieder ein Faden verloren. So, wo waren wir stehen geblieben? Nein, Fallschirmer. Das ist so toll. Nein, aber ich habe immer noch einen Faden verloren. Ich weiß immer noch nicht, wie es weitergeht. Und macht trotzdem Psychokinese. So, ich habe es tatsächlich vergessen. Kurzzeitgedächtnis ist es total blablabla. Ich glaube, das ist so ein Ding von mir. Ja, so eine Worterfindung mal wieder. So ein Zustand. Genauso wie Frogoggig. Kennt ihr Frogoggig? Das ist ein Adjektiv. Der Mut hat mich verlassen. Zur gewinnt 87 Pokédollar. Ja, Frogoggig ist ein Adjektiv und blablabla ist ein Zustand. Copyright by Frogoggy. So, Frogoggig wird klein geschrieben. Frogoggig wird klein geschrieben, weil es ja ein Adjektiv ist. So viel zu deutscher Rechtschreibung. Und blablabla schreibt man B-L-U-E. B-L-U-E. So, damit andere wissen, wie das geschrieben wird. Euch interessiert es keinen Meter, aber ich weiß. Aber ich sag's trotzdem. Wen haben wir denn hier? Genau. So schön. Wo war mein ich? Also, mal gucken. Was habe ich denn gesagt? Ich finde die Schwachstellen der Pokémon und besiege sie. Versuch's doch, Idiot. Genau. 10 Minuten Videos, weil ich so schnell wie möglich fertig werden will. Weil Pokémon mir auf die Eier geht. So, Pokémon geht mir auf die Nerven. Ich mach's aber trotzdem weiter und ich setze meine Gesundheit und mein. Genau, ich hab's wieder gefunden. Thanks, Gardeners. Bitte mach weiter. Bitte mach weiter. Also, ich setze meine Gesundheit und mein. Wie soll ich's ausdrücken? Ich setze meine Gesundheit aufs Spiel. Genau. Oh. Und meine psychischen Werte, meine einigermaßen geistige Stabilität, was auf psychologischer Ebene irgendwie stattfindet hier in meinem Hire. Magneton, ihr Hire ist ein Ausdruck für. Sagt bloß, der benutzt jetzt. Ich hab bei denen gesagt, ja, hoffentlich irgendwie Schaufel oder so, irgendwas, was total crittet. Na, Steinwurf eigentlich auch einigermaßen. Okay, ihr wisst, was ich meine? Gut, dann können wir jetzt weitermachen. So. Es geht weiter. Wurde besiegt und Mew hält 996 Erfahrungspunkte und wir besiegen den Forscher.
Du hast mich besiegt. Ja, ich hab dich besiegt. Und Sora gewinnt 1004 Pokédollar. Jawohl, es macht... Wow, ich konnte gerade nicht steuern. Und es macht mir Spaß, Let's Plays zu machen. Und wir benutzen hier ausnahmsweise... Nee, wir benutzen noch keinen Teleporter. Wir klappern hier alles ab. Wir machen hier alles tot. So, das heißt, die nächsten 20, 30 Millionen Folgen werden hier im Sith-Scope Bullshit hier stattfinden. So, und wir laufen jetzt einem Trainer voll in die Arme. Ja, geht nicht anders. Ich bin einer der vier berüchtigten Rockets-Brüder. Weiter geht es. Team Rocket möchte kämpfen. Team Rocket setzt den Golbat ein. Wir benutzen die Psychokinese. Psychokinese. Sehr effektiv. Der Goldball wurde besiegt und der Gemu erhält auf 1026 AP. Der Team Rocket setzt der Tormai ein und wir benutzen die Psychokinese. So, wer mich jetzt nicht versteht, so, ich lasse es jetzt lieber. Es ist lächerlich. Es ist total lächerlich. Ich komme hier. Sind wir eigentlich Comedians? Let's Player, sind Comedians? Sind Let's Player Comedians? Sagt mir Bescheid. Ja. Ich denke schon. Wir sind Comedians. Ja. Comedians, die nicht wirklich Witze erzählen, sondern sich euphorieren. Euphorieren? Heißt das euphorieren? Keine Ahnung. Die sich total verausgaben bei irgendwelchen Let's Plays bei Pokémon-Spielen oder so. Oder irgendwelchen NES-Spielen oder Super NES. Oder der eine oder andere frustriert auch an PS3-Spielen oder Xbox 360-Spielen hier. Ja, der eine oder andere. Ja, der Tag ist nicht effektiv, aber wir haben trotzdem gewonnen und Mew erhält 99. Oh je, ich bin besiegt. Zora gewinnt 48 Pokédollar. Wir können das hier immer noch nicht öffnen. Mist, die Tür geht nicht mit dem Türöffner auf. Ja, wir haben auch gar keinen Türöffner. So, wir sind Comedians. Sagt mir Bescheid, falls ihr auch der Meinung seid. Damit würde ich mich freuen. Ich habe die Zeit vergessen, ich bin ein Idiot und deswegen gehe ich jetzt erstmal hier hin. So, genug von deinen dummen Spielchen. So wie es aussieht aber, dürfte ich in dem Zeitraum sein, wo ich jetzt irgendwo meinen Cut machen muss. Ich weiß, ihr seht jetzt gerade auf der Aufnahme, die ihr gerade anguckt, ihr... Ja, es sind jetzt irgendwie... Es ist irgendwie so eine Zahl, so... Der hat doch eigentlich nur Zeit, aber warum redet er jetzt trotzdem noch von einem Cut oder so? Aber selbst wenn das nicht so ist und ich jetzt mal wieder einen Zweiteiler hier machen will, ich meine, ich habe Angst davor, ich krieg Albträume und... Ja, 43 Pokédollar. 43 Pokédollar? Wir reichen Level 43. Oh Gott, Mann, ich bin total. So, der Zustand ist mal wieder total erklärt worden und definiert worden von Frogoggy. Yeah. Gewonnen. Yeah. Yeah. So. Meine Reserven sind erschöpft. Zora gewinnt 1450 Pokédollar. Okay, hier geht's nicht lang. So, hier, irgendwo hier. So, ja, hier sehen wir es dann in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr wollt, dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es bei mir Frogoggy wieder heißt Let's Play Pokémon, die gelbe Edition. Alrighty then!